Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn das jetzt hier so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann werden Sie gleich den einen oder anderen Gedanken haben. Und damit dieser Sie nicht von der Predigt ablenkt, können Sie den ja aufschreiben, auf einen kleinen Zettel oder in Ihr Handy tippen. Und wenn aus dem Gedanken eine Frage zur Predigt wird, dann werde ich mir auch nach der Predigt Mühe geben, die zu beantworten, in dem üblichen Umfang. Eine Minute Antwortzeit habe ich dann. Aber lassen Sie sich durch Ihre Fragen nicht davon abhalten, gut zuzuhören. Später kommen wir dann auch die Fragen zu sprechen. Heute Morgen sind wir in einer neuen Welt aufgewacht, erklärte unsere Außenministerin Annalena Baerbock am 24. Februar. Und wenig später erklärte dann Bundeskanzler Olaf Scholz, wir erleben eine Zeitenwende. Ich halte dagegen. Wir sind in keiner neuen Welt aufgewacht, es ist immer noch dieselbe. Eine ungerechte Welt voller Schmerz und Angst. Eine düstere Welt mit viel Arbeit und Anstrengung. Eine Welt voll sinnloser Gewalt, in der alles vergeblich erscheint. Für die meisten der mittlerweile 8 Milliarden Menschen auf Erden ist das die Welt. Ein Ort mit hohen Preisen und schlechten Perspektiven. Umweltkatastrophen, Krankheiten, Kriege. Das alles gehört zum Wesen dieser Welt. Das ist nichts Neues. Nur für uns hier in Mitteleuropa erscheint es neu. Aber die meisten Menschen kennen diese Welt. Vielleicht sehnen Sie sich schon seit langem nach einer Zeitenwende und hoffen darauf, dass diese Welt neu wird. Und die Menschheit hat auch schon in der Vergangenheit viele Versuche unternommen, ihr Miteinander neu und anders zu gestalten. Von neuen Zeitaltern war schon oft die Rede. Aber es scheint, dass nach wie vor dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten. Gier und Angst und Trägheit bleiben die bestimmenden Faktoren. Alle kämpfen um einen Platz an der Sonne. Jeder will auf seine Kosten kommen. Die langfristigen Folgen meines Verhaltens sind mir egal. Ich lebe hier und jetzt. Neue Welt und Zeitenwende können wir gar nicht. Wir sind nur kreativ im Weiter-so. Wir wollen weiterhin unsere Häuser kuschelig warm heizen, weiterhin mit dem Auto fahren, weiterhin in den Urlaub fliegen. Und um das dann zu ermöglichen, dafür lassen wir uns echt was einfallen. Anstatt mal auf etwas zu verzichten oder anstatt, dass wir wirklich mal umdenken, neu denken. Denn das fällt uns wahnsinnig schwer. Gerade unseren erwachsenen Gehirnen fällt das schwer, weil wir lange die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit festen Gewohnheiten gut fahren. Und wir, die wir bisher ein schönes und bequemes und sicheres Leben kannten, wollen keine Zeitenwende und wir wollen auch keine neue Welt. Das klingt für uns bedrohlich. Und darum strapaziert uns dieser Gottesdienst am zweiten Advent ein wenig, denn er ist ganz und gar geprägt von der Hoffnung auf die Ankunft unseres Herrn. Aber dieser zweite Advent ist eben kein Rückblick darauf, wie Gottes Sohn als Kind in der Krippe im Stall in Bethlehem zur Welt gekommen ist, sondern der zweite Advent ist, wie Sandra es gerade eben schon gesagt hat, der Ausblick auf die zweite Ankunft Christi. Wir erwarten, dass unser Herr wiederkommt, sodass die ganze Welt ihn erkennt. Und wir fiebern seinem großen Gericht entgegen, dass er endlich die Welt zurechtbringe. Am zweiten Advent geht es um eine wahrhaftig neue Welt und um eine echte Zeitenwende. Mit einem Mal wird dann allen klar sein, wer Gott ist und wie er ist und wie wir miteinander leben können in einer Ordnung, die Gott bestimmt. Es geht um nicht weniger als um die Vollendung der Welt. Und darum ist an diesem zweiten Sonntag im Advent
einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief als Lesung vorgeschlagen. Ich lese aus dem Jakobusbrief im 5. Kapitel die Verse 7 bis 11. Da heißt es: Wartet geduldig, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er wartet geduldig, bis der Frühregen und der Spätregen gefallen sind. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die ihre Botschaft im Namen des Herrn verkündet haben. Nehmt sie euch zum Vorbild dafür, Leid zu tragen und Geduld zu haben. Seht doch, wir preisen diejenigen glückselig, die standhaft geblieben sind. Ihr habt gehört, wie standhaft Hiob war. Und ihr habt gesehen, wie Gott es bei ihm zu einem guten Ende gebracht hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Dieser Abschnitt ist ein großer Aufruf zur Geduld. Allerdings ist es keine abgeklärte Geduld, wo man die Füße hochlegt und ein bisschen abwartet und sich die Zeit vertreibt. Nein, im Jakobusbrief steht eben nicht, chill dein Leben, sondern es geht um einen langen Atem, ums Durchhalten. Diese Geduld ist ein geduldiges Ausharren und Jakobus redet von einer Anspannung, von einer angespannten Situation. Hier die jungen Männer, die vorhin den Stuhl hochgehalten haben, die wissen, wovon Jakobus schreibt. Aber hier bei Jakobus ist es doch nochmal etwas anders gelagert, denn hier trägt nicht jeder für sich alleine, sondern die Schwestern und Brüder halten gemeinsam etwas hoch. Sie strengen sich doch gemeinsam an, denn nur so funktioniert es, das Miteinander. Und in diesem Miteinander halten sie die Herrschaft Gottes hoch. Miteinander zusammen setzen sie auf das Prinzip von Nächstenliebe, von Mitgefühl und Hingabe. Und dieses andere Prinzip, was sie hochhalten, das ist ein völlig anderes Konzept als das, nach dem unsere Gesellschaft und unsere Welt heute funktionieren. Unter großem Kraftaufwand leben die Schwestern und Brüder einen komplett anderen Entwurf. Sie halten ein anderes Modell hoch von dem Miteinander, von dem wie eine Gesellschaft funktioniert. Denn sie wollen nicht, dass Gier und Angst und Trägheit die bestimmenden Faktoren bleiben. Sie sind bereit zu verzichten. Sie kämpfen nicht um einen Platz an der Sonne, denn sie hoffen darauf, bald eines Tages wirklich in einer neuen Welt aufzuwachen. Sie rechnen mit einer echten Zeitenwende, denn sie setzen auf Gott. Und von dieser Zeitenwende her gestalten sie jetzt schon ihr Miteinander. Sie fiebern also der Ankunft des Herrn entgegen. Solche Schwestern und Brüder sind es, und die ruft Jakobus zum Durchhalten auf und zur Geduld. Denn Jakobus weiß sehr wohl, dass Geduld schier unerträglich sein kann. Wer die Nachrichten hört, kann an der Geduld schier verzweifeln. An Gottes Geduld nämlich. Wieso ist Gott dermaßen geduldig mit Egoisten und mit den Gierigen? Wie lange noch hat er Geduld mit Despoten und Tyrannen, mit Vergewaltigern und Erpressern? Wozu lässt Gott all dem Bösen so freien Lauf? Wieso ist er dermaßen geduldig mit ihnen? Manchmal geht Gottes Geduld doch wirklich zu weit. Gott duldet Krankheit, Gott duldet Krieg, Gott duldet Klimawandel und das strapaziert die Geduld derer, die darunter leiden. Wie soll man da am Glauben festhalten? Wie können wir weiterhin davon überzeugt sein, dass Nächstenliebe, Mitgefühl und Hingabe die Zukunft sind? Es scheint doch eher so, als würde Nächstenliebe hemmungslos ausgenutzt, Mitgefühl missbraucht und Hingabe mit Dummheit verwechselt.
Und dann führen sie nicht in der Zukunft, sondern solche Selbstaufgabe, denken wir, führe in den Abgrund. Gottes unfassbare Geduld kann dazu führen, dass seine Kinder die Brocken hinwerfen, ihren Glauben verlieren, heißt es dann. Und genau dagegen schreibt Jakobus an. Und er zieht diesen Vergleich vom Bauern heran, der geduldig auf seine Ernte wartet. Mit solcher Geduld wartet Gott ebenfalls auf seine Ernte, die eben noch reifen muss. Denn die Erde, schreibt Jakobus, soll eine kostbare Frucht hervorbringen. Und vielleicht fragen Sie sich, was möchte Gott eigentlich ernten? Ich glaube tatsächlich, dass Gott möglichst viele Menschen ernten will, möglichst viele gewinnen will für seine Idee vom Miteinander, vom Zusammenleben, für seine Herrschaft. Gott möchte viele Menschen ernten, die wirklich viel Gutes Menschliches mitbringen. Ich glaube, Gott wartet auf eine kostbare Ernte von Glaube, von Hoffnung, von Liebe. Das ist es, was er unter uns erwartet. Das ist es, was er bewahren will, was er ernten will. Und ja, diese Welt gibt viel Gelegenheit zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Das halte ich für die Ernte, die Gott einfahren möchte und auf die er so geduldig wartet. Und weil Gott geduldig ist, manchmal unfassbar geduldig, ruft Jakobus die Kinder Gottes, die Schwestern und Brüder auf, ebenfalls geduldig durchzuhalten. Jakobus weiß wohl, dass das mit Strapazen verbunden ist. Vielleicht strengt es uns mehr an, durchzuhalten, als es den Bauern anstrengt, der weiß, dass es Frühregen gibt und Spätregen. Es ist anstrengend, geduldig zu sein. Und Jakobus nennt eine Bruchstelle, an der die Kinder Gottes einzuknicken drohen. Gemeinsam wollen wir die Regeln der kommenden Herrschaft Gottes hochhalten. Wir setzen auf Vergebung statt Vergeltung. Wir setzen auf Dialog statt auf Durchsetzungsvermögen. Wir setzen auf gegenseitige Annahme statt Ausgrenzung. Wir wollen Frieden statt Fronten bilden. Christliche Gemeinden wollen bewusst einen Gegenentwurf zu den gewohnten Prinzipien leben. Und das ist ein mühseliges Unterfangen, gemeinsam so eine neue Ordnung hochzuhalten. Und je länger es dauert, desto öfter blicke ich auf meinen Nachbarn. Trägt er noch mit? Hält er das genauso durch wie ich? Oder bin ich der Einzige, der das hier noch hochhält? Was ist denn mit dem? Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, ruft uns der Predigtabschnitt auf. Beklagt euch nicht übereinander, dass ihr nicht verurteilt werdet. Wie ist das denn, wenn es unter uns Kindern Gottes zu Konflikten kommt? Wir hoffen doch, dass sich Gottes gute Idee von Nächstenliebe und von Mitgefühl in der ganzen Welt durchsetzen werden. Aber je länger wir darauf warten müssen, desto mehr Konflikte entstehen, auch in der christlichen Gemeinde. Und oft genug scheitern sogar die Kinder Gottes mit ihrem Glauben, Hoffen und Lieben im Alltag. Und wenn wir dann anfangen, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen und uns übereinander zu beklagen, zeigen wir aller Welt, dass die Herrschaft Gottes wohl doch nicht so gut funktioniert. Das muss uns klar sein. Wenn wir übereinander nörgeln, dann nörgeln wir über die Kinder Gottes. Denn auch meine Schwester, mein Bruder ist Kind Gottes. Jakobus erinnert daran, dass Gott trotzdem schon nahe ist. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Dem Jakobus hilft dabei die griechische Sprache. Der hat Möglichkeiten, die wir auf Deutsch nicht haben. Parousia heißt nämlich nicht bloß Ankunft, sondern auch gegenwärtig sein. Dieses griechische Wort Parousia ist gleichzeitig gegenwärtig sein und gegenwärtig werden. Und so ist das ja auch. Christus ist schon da, aber noch nicht vollendet. Die wirkliche Zeitenwende können wir noch nicht erkennen, weil sie eben mitten im Gang ist.
Als Christenmenschen glauben wir auch nicht, dass wir eines Tages einfach in einer neuen Welt aufwachen. Denn bis zu dieser neuen Welt werden wir nicht sorglos schlafen, sondern wir sind jetzt schon wach. Und wenn es immer finsterer wird, dann erkennen wir darin den Hinweis darauf, dass der Morgen nicht mehr weit ist. In dem Zusammenhang steht ja auch der Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Davor hat Jesus nämlich allerhand Schrecken und schlimme Dinge angesagt. Für die allermeisten mögen das Zeichen für den Untergang sein. So kann es nicht weitergehen. Für die aber, die auf Christus hoffen, sind das Zeichen für die große Verwandlung. So wird es nicht weitergehen. Der Jakobusbrief ruft zwei Kronzeugen auf für treues Festhalten und Durchhalten. Die Propheten nämlich und den Hiob. Die Propheten im Alten Testament hatten oft genug einen Auftrag, der ihr ganzes Leben bestimmt hat. Die Botschaften, die sie von Gott auszurichten hatten, machten sie ziemlich unbeliebt. Sie passten den Leuten einfach nicht in den Kram und sie schienen auch nicht zu dem zu passen, was wirklich in der Welt geschah. In der Zeit des Wohlstands mussten sie Hunger ansagen, mitten im Frieden Krieg, und die mit sich selbst so sehr zufrieden waren, die mussten sie kritisieren. Und längst nicht alle Propheten sahen die Ansagen Gottes dann auch bestätigt. Da hatten sie den Untergang verkündigt, aber das Leben ging seinen Gang weiter. Und so wurden die Propheten ganz oft isolierte Außenseiter. Und noch an einen weiteren Zeugen erinnert Jakobus, nämlich an Hiob. Auch er ist standhaft geblieben. Und die Leserinnen und Leser von Jakobus kannten die Geschichte von Hiob sehr gut. Hiob, das war der freundliche und gute und fromme Mann, dem alles genommen wurde. Mit einem Schlag, Besitz, Kinder, Gesundheit, alles weg. Der Tag, an dem er das gehört hat, da wurde die Hiobsbotschaft erfunden. Schlechte Nachrichten. Er hat sie alles gehört, aber er konnte sagen: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Hiob bleibt standhaft in seinem Glauben. Interessanterweise in dem Glauben, dass Gott ihm Unrecht tut. Hiob hat daran festgehalten: Was hier mit mir geschieht, ist Unrecht. Hiob bleibt standhaft gegenüber seinen Freunden, die ihn besuchen und die ihm Gott erklären wollen. Die Freunde erklären ihm: Du musst selbst schuld dran sein, wenn Gott dir so übel mitspielt. Oder: Gott hat nun mal das Recht dazu, so mit dir umzubringen. Das ist ja das Tolle am Gottsein. Der kann sich's erlauben. Allerhand Erklärungen finden die Freunde Hiobs für einen unerklärlichen Gott. Aber Hiob bleibt standhaft. Gott handelt Unrecht an mir. Und am Ende bestätigt Gott selbst den Hiob und erweist sich letztlich als ein Gott voller Mitleid und Barmherzigkeit. Es war richtig, dass Hiob standhaft geblieben ist, gegenüber seinen Freunden und gegenüber Gott. Und so sagt uns Jakobus am zweiten Advent: Nein, ihr seid noch nicht in einer neuen Welt aufgewacht. Sie ist leider immer noch dieselbe. Und nein, ihr habt auch noch keine Zeitenwende erlebt. Aber es lohnt sich nach wie vor, auf die neue Welt zu hoffen und an eine Zeitenwende zu glauben. Haltet die gegenseitige Liebe durch und beschwert euch nicht übereinander. Es ist für alle anstrengend, gegen den Anschein zu glauben. Und das müssen wir ganz oft. Denn diese Welt sieht nicht so aus, als wäre Gott ein liebender Vater im Himmel. Dafür geht hier zu viel schief. Wir müssen ganz oft gegen den Anschein glauben. Und das ist für alle anstrengend, die nach neuen Prinzipien leben, die eben noch nicht allgemeingut sind. Es ist anstrengend, Nächstenliebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit zu leben. Es ist anstrengend, aber es ist auch richtig. Denn Gott war in Christus nicht nur mal zu Weihnachten zu Besuch, sondern Gott kommt in Christus, um zu bleiben.
Er steht vor der Tür. Parousia, Ankunft und Gegenwart des Herrn. Ich glaube, dass Gott in unserem geduldigen Glauben, geduldigen Hoffen und geduldigen Lieben gegenwärtig ist und dass er darin auch gegenwärtig wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ja, und wie schon angekündigt von Pfarrer Galasch, gibt es die Möglichkeit, Fragen zur Predigt zu stellen. Ich habe einige schon über Slido reinbekommen, habe auch eben noch schnell das Körbchen in die Reihen gegeben. Wenn da Fragen sind, nee, ich sehe nur Kopfschütteln, okay, dann stelle ich die Fragen, die hier eingekommen sind, zumindest die ersten 3, 4, mal schauen. Haben wir eine, du hast keinen Timer, sagst du? Ich habe hier gerade keinen Timer. Du hast keinen Timer. Aber gut. Die Musik hat einen Timer, Martin, super, danke, genau. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Es ist ja gut, dass Gott mit den ungerechten und schlechten Leitern, Leiterinnen etc. Geduld hat. Aber sollte man nicht selbst ungeduldiger sein und etwas sagen und ermahnen? Jakobus schreibt ja, fangt nicht an, euch gegenseitig zu beklagen übereinander. Das heißt ja nicht, dass man nicht dem anderen sagen kann oder mal einen Hinweis geben kann, du, da läuft was nicht oder da haben wir einen Konflikt oder so. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, als hintenrum über jemanden zu sagen, hat er schon wieder nicht oder sonst irgendwas und sich so zu beklagen. Also, dass es Konflikte gibt, je länger wir warten, desto mehr. Völlig normal. Dass Jesus uns beigebracht hat, wie wir Konflikte lösen können, wissen wir auch. Und sich beklagen und über einen anderen zu beschweren, am besten noch über Dritte dann, das hilft nicht weiter. Darum geht es dem Jakobus, glaube ich. Und also eher um Leiter? Die direkte Ansprache. Ja. Also, stand Leiter, Frage, Leiterinnen. Leiterinnen. Genau, die schlechte, ja. Ja, aber das bezieht sich nicht nur auf Leiterinnen oder Leiter, sondern das kann ja jeder mal etwas. Auch die in der Predigt erwähnten Despoten, Tyrannen etc. Zum Beispiel, genau. Oh, ja. Und das finde ich auch gar nicht so gut, dass Gott mit denen Geduld hat. Aber ja. Hier ist noch eine Frage, die vielleicht daran anknüpft. Durchhalten ja, aber manchmal liegt es auch an einem selbst, etwas zu ändern. Woran merke ich, was dran ist? Ja, dieses Durchhalten, das ist ja mit dem Hochhalten des Reiches Gottes letztlich. Mit dem Hochhalten dessen, was wir von Jesus gelernt haben. Das ist ja nicht ein passives Durchhalten, sondern das ist ja ein Anpacken und es anders machen. Und das Durchhalten, es anders zu machen, so habe ich das gemeint. Mhm. Die Fragen sind dann immer schon weg, ne? Kann man die nee, das ist noch da. Durchhalten ja, aber manchmal liegt es auch an einem selbst, etwas zu ändern. Woran merke ich, was dran ist? Also ich verstehe es eher so nach dem Motto, soll ich jetzt eine Situation aushalten oder soll ich aktiv werden, jemanden ansprechen? Ja, ich soll es aushalten, Kind Gottes zu bleiben und so an der Situation zu arbeiten. Und nicht zu sagen, ist doch sowieso alles egal und ändert sich ja eh nichts, sondern eben, weil wir wissen, es wird anders. Deswegen können wir es auch anhalten, dran zu bleiben. Durchhalten, dran zu bleiben, so. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Ist noch eine ganz interessante. Ist es nicht auch ein Stück weit so, dass Gott die Zerstörung der Welt zulässt, um uns daran zu erinnern, dass es nicht die Welt ist, die wir lieben sollen? Ganz spannend. Ja, verstehe ich aber nicht, denn Gott liebt diese Welt. Er liebt sie so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn Gott diese Welt so sehr liebt, dann sind wir doch auch aufgefordert, diese Welt zu lieben. Nicht dran festzuhalten, nicht unsere Erlösung von der Welt zu erwarten, sondern diese Welt tätig zu lieben und darauf zu verhoffen, dass Gott sie erneuert und verändert. Mhm. Dann noch eine letzte Frage. Was hält Jesus ab, nicht schon längst gekommen zu sein, um endlich Frieden und Gerechtigkeit zu schenken, also sein Wiederkommen? Ich bin nicht Jesus. Ich bin bloß sein dummer kleiner Prediger, der versucht, ein bisschen was zu verstehen. Aber das sind Fragen, da hat Jesus selbst gesagt, kann ich euch nicht beantworten. Die Stunde weiß nur der Vater im Himmel. Wissen wir nicht. Können wir getrost, getröstet und voller Hoffnung und geduldig erwarten. Nicht abwarten, nicht die Füße hochlegen, nicht resignieren,
sondern durchhalten. Und was ihn abgehalten hat, das wären alles nur Spekulationen und Mutmaßungen. Mache ich jetzt nicht. Also durchhalten. Durchhalten. Angesagt. Ja. Danke für die Beantwortung der Fragen. Gerne. Und wir haben jetzt ein nächstes Lied. Und danach gibt es dann Fürbitten. Da haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal welche einzuschicken. Mhm.